So, willkommen zu der neuen Folge Ramses Review und das ist heute eine ganz besondere Folge, denn wer meinen Kanal schon lange verfolgt, schon seit den Anfangszeiten, ich habe ja eigentlich immer regelmäßig am Anfang Ramses Review gemacht. Das war zu der Zeit, wo wir immer noch gerne ins Kino gegangen sind, haben im Kino immer geguckt, was da für neue tolle Filme da sind, die mich meistens enttäuscht haben. Und dann habe ich immer meinen Senf dazu abgegeben. Wie fand ich die Filme? Kann ich die empfehlen? Kann ich die nicht empfehlen? Viele Leute haben immer gesagt, hast du den schon geguckt? Kannst du mal? Wie findest du den? Und sonst was. Und jetzt ist ja immer noch Corona-Spaß, ne? Corona-Spaß ist da, ihr wisst Bescheid. Das heißt, Kino ist ein bisschen tabu. Man hat viel auf Netflix zu Hause, was man gucken kann oder andere Sachen könnte man machen. Ich bin ewig am Überlegen gewesen, machst du Ramses Review überhaupt weiter oder nicht? Sabrina sagt ja auch immer, gerade durch Ramses Kitchen, ich bremse meinen Kanal aus. Das zieht nicht viele Zuschauer und mach nur regelmäßig einfache Sachen und immer nur ein Video pro Tag. Das ist auf jeden Fall besser für den Kanal, für den Algorithmus, für alles. Aber ich möchte euch natürlich alles zeigen, was mich betrifft, was mich interessiert. Und deswegen vereine ich alles zusammen. Ich möchte nicht einen Ramses Review Kanal machen, einen Ramses Kitchen Kanal, einen Ramses To Go Kanal mit Pokémon Go drauf und dann noch einen Ramses Schaljenge Kanal oder sonst was. Nö, ich mache halt alles an eins und wenn der Kanal irgendwann explodiert, ist halt alles mit einmal fort. Auf jeden Fall beste Taktik. Da es momentan ja nicht möglich ist, großartig ins Kino zu gehen und Kinofilme zu gucken, habe ich mir gedacht, du bist großer Wrestling-Fan, du guckst jeden Monat die Großveranstaltung der WWE, die läuft und immer am Montag, Sonntag auf Montag ist die Großveranstaltung und immer am Montag im Chill mit Ramses Livestream fragen dich manche Zuschauer, hast du gestern den Pay-Per-View geguckt? Wie fandest du den Pay-Per-View? Wie fandest du das Match? Wie fandest du dies Match? Und ich muss dann immer ausschweifend im Chill mit Ramses-Stream erzählen über den Pay-Per-View und über die Matches. Also habe ich mir gedacht, wenn ich schon Ramses-Review habe, warum mache ich nicht einfach Ramses-Review über die Großveranstaltungen? Ich muss nicht mehr unbedingt jetzt über jeden Kinofilm irgendwas machen. Wenn ich mal im Kino war und habe irgendeinen Film wirklich gut gefunden, dann werde ich euch davon sicherlich erzählen. Aber einmal im Monat eine Folge Ramses-Review schadet bestimmt niemanden. Und dann immer über die aktuelle WWE-Großveranstaltung, die gerade gelaufen ist. Für die Wrestling-Fans unter euch, ich weiß nicht, wer von euch Wrestling guckt, wer nicht. Ein paar können sich das ja zugute führen, dann kann ich am Montag immer darauf hinweisen, ich habe da ein Video dazu gemacht, wenn dich das ausführlich interessiert, guckt dir das Video an. Das ist jetzt die allererste Folge Ramses Review, wo wir eine WWE-Großveranstaltung, einen Pay-Per-View revidieren, wo wir ein Review dazu machen. Und zwar WrestleMania Backlash. WrestleMania Backlash, ja, ich muss sagen, ich gucke oft auch Martin Guerrero, den Kanal. Der macht das ja immer sowieso, warum Backlash scheiße wird. Dann sein Preview und dann das Review. Also das davor und dann das danach. Ich möchte es nicht so ausschweifend machen. Wie gesagt, ein Video immer nach der Großveranstaltung. Wie mir die Großveranstaltung gefallen hat, was ich gut fand. Und der Name WrestleMania Backlash, ja, mir war das eigentlich auch ein bisschen zu viel, wenn der Backlash nach WrestleMania kommt, dann ist das halt der Backlash nach WrestleMania, aber nochmal WrestleMania Backlash da dran zu schreiben, dieses doppelt gemobbelte, fand ich auch ein bisschen behindert, also keine Ahnung. Backlash ist ja eigentlich eine Großveranstaltung, wo ich dachte, dass die regelmäßig ist, jedes Jahr auf dem Network. Jetzt habe ich mal nachgeguckt, es gibt so viele Jahre dazwischen, da gab es Backlash gar nicht, keiner mehr da. Weil die da wieder andere Sachen gemacht haben und andere Experimente und andere Namen für andere Veranstaltungen und die werfen alles immer über den Haufen, dann wird mal hier, mal dort, mal jenes, aber das ist wieder eine andere Geschichte. Wir wollen uns jetzt mit den Matches befassen, ne? Das allererste Match, was auf der Card angesetzt war, war das Triple Threat Match der Damen. Also ihr hattet Charlotte Flair, ihr hattet Rhea Ripley, und ihr hattet Asuka, ne? Das ist auf jeden Fall, wer gefällt euch am besten? Ich muss sagen, in der Konstellation, Asuka ist ja eigentlich das Babyface, also die Gute. Da müsste man ja eigentlich sagen, ah, hoffentlich gewinnt Asuka, Asuka hat es verdient, Asuka hier, Asuka da. Charlotte natürlich, Top Heel, richtig die Böse. Charlotte, okay, aber was ist mit Rhea Ripley? Rhea Ripley wurde eingeführt, bejubelt, hat gewonnen.
alle haben sie noch mehr bejubelt. Dann haben sie irgendwie direkt in ein Match gesteckt, wo sie zusammen mit Nia Jax und der anderen komischen Frau, die so böse guckt. Ich habe jetzt die Namen nicht auf dem Schirm. Haben sie in ein Tag-Team gesteckt, an der Seite zwei extremer Heels, sie auch als Heel gegen die Guten. Was ist Rhea Ripley jetzt also? Ist sie jetzt gut, ist sie jetzt schlecht? Ich weiß es nicht. Man könnte denken, Rhea Ripley ist ein Heel, Charlotte ist ein Heel, also müssen alle ja für Asuka sein. Mir war es in der Konstellation irgendwie egal, wer gewinnt, aber ich finde auf jeden Fall, Charlotte mit dem Gürtel würde ich feiern, hätte ich gefeiert. Charlotte für mich einfach persönlich ein Top-Heel in der Frauendivision. Die wirkt auch nicht so gekünstelt, in dem Sinne, du nimmst ihr das voll und ganz ab. Rhea Ripley, mich stört das immer, wenn die reinkommt und die verzieht immer ihre Schnute so und die muss immer so, weiß ich nicht, ich habe bei ihrem Anblick, sie hat natürlich viele Fans, aber ich kann mit ihr im Prinzip nicht wirklich was anfangen. Jetzt also das Triple Threat Match dieser drei Damen. Eigentlich war es mir komplett egal, wer gewinnt. Ich habe gedacht, Rhea Ripley wird gewinnen. Ich wäre aber für Charlotte Flair gewesen. Das ist nämlich immer so ein Ding. Was denkst du, wie die es machen? Und was würdest du dir wünschen, ja? Triple Threat Match der Damen, muss ich sagen, war eigentlich trotzdem ganz spektakulär. Eigentlich Damen-Wrestling für mich nicht so interessant. Aber dieses Triple Threat Match, dadurch, dass es eben drei Leute waren, war eben viel spannender für mich als jetzt ein persönliches One-on-One. One-on-One der Damen skippe ich meistens oder wenn da eine Bianca Belair dabei ist, okay, kann man sich das mal geben, sage ich mal, aber ansonsten kann ich damit nicht so viel anfangen. Dieses Triple Threat Match war aber gut, hatte viele coole Moves drin, es war ein bisschen spannend aufgebaut und es war nicht das beste Triple Threat Match ever, aber das als Opening für die Sendung, für die Veranstaltung und dann gleich so ein Triple Threat Match zum Wachwerden, hat geschmeckt auf jeden Fall, muss ich sagen, hat mich gut unterhalten, war besser als gedacht und deshalb habe ich gleich von der Großveranstaltung einen richtig guten Eindruck gehabt, wenn das gleich so fetzig losgeht. Natürlich hat Rhea Ripley gewonnen, Charlotte böse geguckt und ja, so ein bisschen Rhea Ripley, Charlotte, ich denke mal, der Gürtel wird eh demnächst wieder zu Charlotte gehen oder irgendwas. Rhea Ripley weiterhin mit dem Gürtel und weiterhin weiß ich nicht, ist sie jetzt Heel, ist die Face, ist die Heel, ist die Face, ist eigentlich egal, was die ist, keine Ahnung. Aber Charlotte ist einfach, keine Ahnung, Charlotte für mich gefühlt einfach die heftigste Wrestlerin gerade bei Raw. Dann ging es weiter natürlich im zweiten Match. Die Tag Team Champions Dolph Ziggler und Robert Roode oder Robbie Roode, ja, gegen Dominik und Rey Mysterio. Ich muss so ehrlich sein, ich kann leider mit dem Gespann Dominik und Rey nicht wirklich viel anfangen. Es ist schön, dass das Vater-Sohn ist und so weiter, aber ich fand Rey damals richtig geil. Rey, einer meiner absoluten Lieblingswrestler. Aber jetzt, seitdem er diesen komischen Irokesenschnitt auf der Maske hat und seitdem er so, weiß ich nicht, mit seinem Sohn dabei, die Klamotten, alles, das wirkt mir alles zu bunt und zu chaotisch. Da finde ich so ein Dolph Ziggler und Robbie Roode, die, weiß ich nicht, die wirken besser wie ein eingespieltes Tag-Team und machen ihr Ding. Rey Mysterio und Dominik, meistens eher in der Underdog-Rolle, müssen sich immer hinlegen. In letzter Zeit haben sie jetzt vieles gewonnen. Und was machen die nun? Geben die ihnen den Moment und sagen die, okay, pass auf, das ist ein richtig tolles Teil. Wenn ihr die Ersten seid, die als Vater, Sohn, die Tag Team Champions gewinnen, machen die das? Machen die das jetzt? Machen die das später? Oder verlieren die wieder mal, wenn es wichtig ist? Was meistens so war, wenn es wichtig war, haben sie dann verloren. Ich hätte es den beiden gegönnt, einfach nur, dass sie das mal gemacht haben, aber ich sehe die nicht so in der Rolle, dass die jetzt Tag Team Champions sind und da erfolgreich irgendwas machen. Ich glaube also, Monsieur Roode und Ziggler, dass die als Champions irgendwie glaubwürdiger sind und beständiger. Es hat ja sowieso schon komisch angefangen, dass Dominik wieder mal im Backstage-Bereich verprügelt wurde, Rey alleine zum Match kam, Rey musste die ganze Zeit sozusagen ein Handicap-Match bestreiten, aber hat sich da so gut geschlagen, dass man dachte, wie konnte der je gegen einen Einzelnen verlieren, wenn er beide jetzt alleine so gut im Schach hält? Das habe ich nicht verstanden. Dann kam theoretisch Dominik noch reingehumpelt, hat dann den Sieg geholt, zusammen, das
Habe ich bis zum letzten Moment wirklich nicht geglaubt, dass sie das wirklich durchziehen. Sie haben es aber gemacht. Sie haben neue Tag Team Champions gekrönt. Fand ich auf jeden Fall ganz cool. Glückwunsch natürlich. Ich gönne Ray auf jeden Fall den Erfolg, auch wenn ich trotzdem mit diesem Tag Team nicht so ganz warm werde. Sagen wir es mal so. Ich werde nicht so ganz warm. Es war aber eh schon so ein bisschen komisch aufgebaut, dass man sich so dachte, ach, sie wollen es extra dramatisch machen und vielleicht deshalb werden die am Ende noch triumphieren, dass auch jeder mitfiebert und weint und dann plötzlich die Erlösung. So ähnlich war es auch. Und wie gesagt, früher fand ich Rey Mysterio trotzdem irgendwie besser, da hat er einfach seine rote Maske gehabt und seine rote Latexhose, oberkörperfrei. Dann hat er blaue Maske gehabt, blaue Latexhose, oberkörperfrei. Jetzt hat er mal so ein Ganzkörperkondom an, ist hier total zu und dann auch noch so Haare auf dem Kopf. Als Iro, das ist mir alles ein bisschen too much. Und auch Dominik sieht immer aus wie so ein Power Ranger. Weiß ich nicht, die In-Ring-Gear. Ich werde nicht so ganz warm damit. Trotzdem an sich war es ein spannendes Match. Es war nicht künstlich alles in die Länge gezogen. Ray hat sich da gut geschlagen gegen die beiden. Dominik wurde wieder mit reingeholt. Sie haben die Gürtel gewonnen. Ein sehr cooler Moment auf jeden Fall. Hat auch Spaß gemacht, trotzdem sich das anzuschauen. Also auch da besser als gedacht. Dann im Backstage-Bereich hat man ja schon gesehen, John Morrison ist da rumgerannt. Wollte die Lumberjacks für das Match von Damian Priest gegen The Miz begrüßen, macht die Tür auf und dann stehen da lauter Zombies hinter der Tür, weil natürlich Batista seinen neuen Film, wie heißt es eigentlich, irgendwas mit Dead, jetzt habe ich es schon wieder komplett vergessen, hat einen neuen Film auf jeden Fall, nicht Day of the Dead, nicht Dawn of the Dead, nicht City of the Dead, nicht irgendwas of the Dead, Army of the Dead, genau. Army of the Dead mit Batista wird demnächst auch bei Netflix anlaufen und haben die ordentlich Werbung gemacht während der ganzen Großveranstaltung und so haben sie in dieses Lumberjack-Match, ich habe von Anfang an gedacht, ein Lumberjack-Match zwischen Miz und Damian Priest, da hätte ich gerne ein Leiter-Match gesehen oder so. Aber ein Leiter-Match ohne einen Gürtel, den du über den Ring hängst, ist natürlich auch ein bisschen sinnlos. Deswegen Lumberjack-Match. Und Lumberjack-Match ist für mich eins der langweiligsten Matches, mit dem ich wirklich auch gar nichts anfangen kann. Dadurch, dass sie das aber eher alles als Promo für den Film genommen haben und da eben Zombies kamen, die Zombies um den Ring rum sind, die Zombies auch immer wieder reingegriffen haben in den Ring, den Miz gepackt haben, am Fuß rausziehen wollten, Damian Priest gepackt haben, den rausziehen wollten oder auch John Morrison dann kam, sich erstmal durch die Zombies kämpfen, von den Zombies dann über die Absperrung gezogen und gefressen wurde, auch als The Miz dann verloren hat im Endeffekt, das Match war plötzlich vorbei, es war so ein bisschen hin und her, dann plötzlich war es so schnell vorbei, so schnell konntest du dann gar nicht mehr gucken, die Zombies alle auf dem Mist drauf, den einfach noch aufgegessen, also ich habe gedacht, das wird ein total langweiliges, komisches Match, ich finde Damian Priest kann immer noch nicht zeigen, was er wirklich kann oder was er wirklich drauf hat. Auch The Miz hat hier nicht wirklich geglänzt. Aber das Match hat eben durch diese Zombies und durch dieses Gegeigel gelebt und hat irgendwie unterhalten, wie die auch zusammen dann draußen standen, wollten sich bekriegen und gucken dann auf die Zombies und sagen, ey, wir machen erstmal die kaputt und dann können wir uns wieder um uns kümmern, so gefühlt. Also, das ist ein Match. War relativ kurz, war das kürzeste, glaube ich, auf der ganzen Karte sogar. Und das mit den Zombies war auf jeden Fall sehr lustig, mal was anderes. Die ganzen Zuschauer wurden ausgeblendet und hier abgefuckte, verbrannte Städte hinten einfach so, dass du wirklich dachtest, im Weltuntergangsszenario kämpfen die jetzt gegeneinander. Damian Priest hat trotzdem gewonnen. Hätte ich mir denken können, aber in dem Moment ist es mir, glaube ich, egal, wer da gewinnt, weil ich kann mit beiden nicht wirklich was anfangen momentan. Damian Priest trotzdem hier gewonnen und die Zombies haben The Miz aufgefressen, also was will man mehr. Dann kam Bianca Belair gegen Bayley und Bayley ist so nervig. Ich kann die nicht mal sehen. Die war als Babyface wirklich so beliebt, jeder mochte die. Und jetzt einfach nur weg damit. Bianca Belair genau das Gegenteil und das muss ja so sein. Je mehr man die eine hasst, desto mehr mag man die andere. Je mehr man die eine mag, desto mehr hasst man die andere. Bianca Belair hat ihren Gürtel verteidigt und
Joa, Match war ganz okay. Irgendwie ist mir von dem Match am wenigsten hängen geblieben. Außer, dass sie am Ende irgendwie wieder ihre Haare mit ins Spiel gebracht hat. Wir wissen ja alle noch, sie hat ja da die Sasha Banks ausgepeitscht bei WrestleMania. Und jetzt kommt sie an und wickelt Bailey so das Bein beim Cover irgendwie mit ein, mit ihren langen, zodeligen Zotteln und gewinnt. Die ist aber halb rausgeflutscht. Aber nicht, weil die sich befreit hat, sondern weil die irgendwie weggeschmiert ist. Weil eigentlich sollte die fest im Griff sein, denn die hat dann verloren. Aber du hast erst gedacht, sie hat sich befreit. Aber es ging doch durch und die hat doch verloren. War ein bisschen komisch, aber trotzdem. Bailey verloren. Aber Bianca Belair gewonnen. Ist okay. Möchte ich bitte, dass sie lange den Gürtel behält und dass sie lange ihre Gürtel verteidigt und dass die jeden einfach wegsmackt, der da in den sich in den Weg stellt. Trotzdem bis jetzt, glaube ich, das für mich uninteressanteste Match auf der Card gewesen. Dann haben wir das Triple Threat Match der Männer mit Braun Strowman, Bobby Lashley und hier Drew McIntyre. Für mich, Braun Strowman, weiß ich nicht, habe ich auch übelst gefeiert. Momentan gefällt mir seine Rolle nicht so. Drew McIntyre, okay, kann man mal machen. Aber Bobby Lashley finde ich selber persönlich auch so überzeugend gerade, wenn er reinkommt mit seinem MVP als Manager, mit seiner dicken Sonnenbrille, seinem Anzug, seinem Gürtel so richtig. Das wirkt einfach wie ein Champion, das wirkt wie ein Aushängeschild. Ich finde die Rolle von Bobby Lashley einfach mega stark, die er hat. Auch so als Heel, der ist sehr dominant. Und er hat sich die ganze Zeit natürlich beschwert gehabt im Vorfeld, beziehungsweise MVP auch, dass Bobby Lashley den Gürtel verlieren kann, obwohl er gar nicht gepinnt wird. So eine Frechheit. Und dann im Endeffekt konnte Bobby Lashley das aber ausnutzen, dass die anderen zwei sich fertig gemacht haben und er konnte dann abstauben. Also das, was er bemängelt hat, ist ihm zum Vorteil geworden. Das Match ging richtig gut los. Die haben sich auch gut gegeben, ja. Als ich gesehen habe, auch wie Drew McIntyre, Braun Strowman, als Drew McIntyre den Braun Strowman einfach hochnimmt, Michinoku Driver, zack, in die Ecke klatscht. So hat noch niemand Braun Strowman durch die Gegend geschleudert. Das sah heftig aus. Auch als Drew McIntyre dann Bobby Lashley im Eingangsbereich da durch die Tribüne geschleudert hat, die Pyrotechnik, da hat's gefunkt und geblitzt. Das sah auf jeden Fall auch heftig aus. Gab's auch ein paar Bumps in dem Match. Auch als Braun Strowman dann Drew McIntyre durch das Kommentatorenpult gepowerbombt hat. Das sah auf jeden Fall auch mächtig aus. Die haben sich auf jeden Fall ordentlich mitgegeben. Das waren drei Kraftkolosse. Die haben schön draufgeklatscht. Also auch hier Triple Threat Match. Richtig gute Sache. Denn da weiß man, da kann einiges passieren. Da gibt es keine Regeln, da gibt es keine Countouts, da gibt es keine Disqualifikation. Ich liebe Triple Threat Matches. Und das waren hier drei klasse Powerhouses, die da mitgemacht haben. Hat mir also gefallen. Bobby Lashley dann abgestaubt, Drew McIntyre geguckt, war wieder sauer, toll, dem habe ich gerade in die Schnauze getreten, jetzt kommt der und rollt den und pinnt den oder was? Das ist doch meine Aufgabe gewesen, nur weil ich gerade noch meinen Schnürsenkel zugebunden habe und habe nicht hingeguckt, kommt er und gewinnt. Also, ob das jetzt gegessen ist, wir wissen es nicht, so wie es aussieht, hat Drew da immer noch ein Wörtchen mitzureden. Dann aber das beste Match der Großveranstaltung. Das beste Match an dem Abend und ich habe nicht viel davon erwartet, denn ich feiere Roman Reigns als Heel, als Champion. Ich mag Cesaro. Ich kann mir Cesaro als Champion aber wirklich nicht vorstellen. Ich kann mir den nicht vorstellen. Ich finde, das passt nicht zu ihm, das wirkt nicht. Der ist einfach viel zu lieb, viel zu brav, viel zu nett. Aber er hat hier Roman Reigns wirklich ordentlich mitgegeben. Das Match hat sich gezogen. Aber im positiven Sinn, es war so spannend. Du hast gedacht, das war's. Es ging weiter. Du hast gesagt, das war's. Es ging weiter. Zwischendurch auch. Roman Reigns hat immer den Arm bearbeitet von Cesaro. Du hast schon gesehen, der hat hier an der Schulter richtig rote Druckstellen gehabt. Der hat hier am Arm, beim Bizeps, das war alles richtig rot und richtig, sah aus wie, oh, heftig geprellt alles. Der stirbt dir gleich weg. Aber ich habe die ganze Zeit auf den Moment gewartet. Ich dachte, irgendwas muss passieren. Im Vorfeld wurde das so heftig aufgeputscht, hier die Story mit Jimmy Uso, Jey Uso und dieser ganze Krieg mit Roman Reigns. Was passiert bei der Großveranstaltung? Entweder
Jimmy Uso greift wieder mal ein und deswegen verteidigt Roman Reigns wieder mal sein Gürtel. Oder Jimmy Uso greift ein und Roman Reigns verliert sein Gürtel wegen Jimmy Uso. Und dann fädet Roman Reigns gegen Jimmy Uso. Das habe ich gedacht, das wäre mir in den Sinn gekommen, dass Jimmy Uso eben wirklich eine Rolle spielt bei der Entscheidung. Oder Jimmy und Jay eine Rolle spielen bei der Entscheidung. Aber es kam ganz anders. Weder Jay hat eingegriffen, noch Jimmy hat eingegriffen, weder Paul Heyman hat eingegriffen, niemand hat eingegriffen. Roman Reigns hat Cesaro im Ring besiegt, fair, ohne irgendwelches Eingreifen, ohne irgendwelche illegalen Sachen und Mittel. Also, das war das Letzte, womit ich gerechnet habe. Einfach so eine klare Niederlage für Cesaro, so ein deutlich überragender Sieg für Roman Reigns. Ich meine, er hat den Sieg nicht einfach so aus dem Ärmel geschüttelt, aber er hat es einfach gepackt. Und Roman Reigns war selbst so oft in Bedrängnis, wie oft er da gewürgt wurde, in den Sharpshooter genommen wurde, dann wieder sogar meines Erachtens nach hat er den Yes-Lock gezeigt vom Daniel Bryan. Und das waren so spannende Sachen, du hast immer gedacht, oh mein Gott. Und jetzt rollt er zurück in den Ring, in die Mitte, er würgt ihn, der muss doch aufgeben, oder? Schafft er es wirklich? Aber jetzt müsste doch einer eingreifen. Die können den doch nicht einfach Roman Reigns besiegen lassen. Es muss einer eingreifen und es muss irgendwas passieren. Ich war total hin und her gerissen, um am Ende zu sehen, nö. Roman Reigns dreht rum, macht den Sack zu, klatscht er nochmal hin, ne, würgt ihn. Im Würgegriff in seiner Guillotine steht Cesaro auf. Und du siehst, er befreit sich. Später nochmal das gleiche Szenario. Du denkst, jetzt ist es vorbei. Er steht wieder auf. Aber er befreit sich nicht. Er bleibt drin hängen. Aber du siehst, er nimmt seine Hand. Er nimmt Roman Reigns Hand, drückt die weg. Du siehst, Alter, der gibt nicht auf. Wie heftig und wie anstrengend und wie viel Emotion und sonst was. Und dann ist er weggeknickt. Und dann lag er da mit seinem blauen Kopf und der Ringrichter bricht ab. Und ich habe es nicht verstanden. War das so gewollt? Ist irgendwas passiert? War irgendwas nicht richtig? Hätte das Match einen anderen Ausgang gehabt? Vielleicht war das anders gedacht. Vielleicht wäre noch was ganz anderes gekommen. Aber der Ringrichter bricht ab. Roman Reigns gewinnt, klar und deutlich, über Cesaro. Cesaro total weggetreten. War das jetzt gespielt? War das jetzt echt? Es war auf jeden Fall sehr verwirrend. Es hat mich so heftig überrascht. Und niemand, wirklich niemand, kann jetzt noch sagen, Roman Reigns ist zu Unrecht Champion und der gewinnt immer nur, weil Jey Uso eingreift oder sonst was. Nein, als er gegen Daniel Bryan gekämpft hat und es wirklich wichtig war, hat er es ganz alleine geschafft, ohne Eingreifen, ohne irgendwas. Als er gegen Cesaro jetzt gekämpft hat, hat er gewonnen, ohne Eingreifen, ohne irgendwas. Also, keine Ahnung, Roman Reigns ist einfach ein Tier. Und der hat das gut gemacht, der labert nicht nur, wenn es drauf ankommt, beweist er sich auch und zeigt auch, dass er es drauf hat. Das hat mich am meisten überrascht. Natürlich kam noch Seth Rollins rein am Ende, hat er nochmal Cesaro angegriffen, den noch ein bisschen fertig gemacht. Das heißt, Cesaro wird wohl jetzt von Roman Reigns Bildfläche verschwinden, sich wieder mit Seth Rollins rumprügeln. Aber wer ist der nächste Gegner für Roman Reigns? Ich dachte ja wirklich Jimmy Uso, weil der eingreift und irgendwas vermasselt. Aber er hat ja nichts gemacht. Keiner hat was gemacht. Alles war super. Das ist auf jeden Fall jetzt sehr ausführlich gewesen. Ich weiß, tut mir leid, wenn ich zu viel geredet habe. Aber vielleicht gibt es ja trotzdem Leute, die sich das angucken in voller Länge. Vielleicht habe ich Wrestling-Fans unter euch, die sagen, ja, lass mal darüber reden, lass mal ausführlich reden. Schreibt eure Kommentare mal da unten rein, eure Meinung. Welches Match hat euch besonders gut gefallen bei WrestleMania Backlash? Welches Match fandet ihr nicht so interessant? Was hat euch überrascht? Womit habt ihr gerechnet? Oder generell, wie fandet ihr den Pay-Per-View? Ich habe nicht viel erwartet. Ich habe mich auf die zwei Triple Threat Matches gefreut. Nebenbei haben mich aber andere Sachen auch unterhalten. Haben mich auch bespaßt, sagen wir mal. Das mit den Zombies war trotzdem auf jeden Fall lustig. Die Triple Threat Matches waren beide sehr cool. Und das Hauptmatch war einfach so episch, so eine epische Schlacht. Hätte ich nicht erwartet, da habe ich Cesaro unterschätzt, dass er so gut gegenhalten kann. Das war's jetzt von meiner kleinen Mini-Review. Ja?
Und wenn ihr sagt, jo Ramses, das ist voll cool, einmal im Monat bitte über den WWE Pay-Per-View eine Review, schreibt's mal rein. Ich sehe ja dann, ob das gut ankommt, ob das nicht gut ankommt. Ich glaube, selbst wenn es keiner guckt und es nur 10 Aufrufe hat, werde ich das trotzdem weitermachen. Vielleicht erreiche ich dadurch auch noch ein paar andere Leute, dann die Wrestling-Fans, die einmal im Monat meinen Kanal gucken. Einfach nur aber, weil ich das mitteilen möchte. Ich möchte darüber einfach reden. Ich muss das loswerden. Ich werde im Stream immer wieder danach gefragt. Und jetzt kann ich in diesem Format das eben vereinen und kann das wiedergeben. Also, ausführliche erste Folge jetzt. WrestleMania Backlash ist Geschichte. Die nächste Großveranstaltung wird dann wohl Hell in a Cell sein. Mal gucken, was bis dahin passiert. Ich weiß auch nicht, wann ich das Video hier hochladen kann. Ist halt dumm. Kanal ist gerade noch gesperrt. Bis ich das hochladen kann, ist die Veranstaltung eh schon wieder ewig her. Dann interessiert es wieder gar keine Sau mehr. Das als Test. Das war's von meiner Seite aus. WrestleMania Backlash war stabil. War auf jeden Fall nice. Würde ich mir sogar manche Matches nochmal angucken und nochmal angucken. Also schreibt eure Meinung rein. Bis zum nächsten Mal. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses.